Man muss jetzt denken, das gibt es ja im Lehrstellen so wie 50 Jahre Kampfkunst. Und kein Mensch hat das selber gedacht. Es hat bis jetzt nicht einmal jemand darüber nachgedacht, dass er das etwas machen könnte. Nur die meisten sind daher gegangen nach dem japanischen Kampfkunst. Sie holen irgendwas und sie lernen daraus. Er hat es zuerst gemacht und dann hat etwas daraus gemacht und dann bringt es der Lehrer, es gibt es auf der ganzen Welt nicht. Also ich kenne keinen Menschen, nicht einmal in Amerika, der das gemacht hat. Da gibt es kein Wort. So etwas kannst du nur träumen. Also was die anderen träumen, dann macht es einfach. Also. Es ist halt so. Da gibt's kein Wort. Es ist so also eine Ausnahme gewesen, wo kein Mensch verstanden hat. Also war recht schockierend für mich auch. Wenn die ganze Welt an jemanden neidig ist, dann heißt es so gut, das beste Beispiel ist der Ronaldo heute. Der strahlt etwas aus in Köln und so und der ist genau so. Also es ist ein bisschen mehr, als was ich denke. Das ist fast schockierend zu viel. Ich weiß nicht, es ist völlig so. Es ist, was ein Pelé, was ein Maradona ist, ist die Mädchen im Kampfkunst. Der hat also gekämpft. Also wenn es um nichts geht, Ich denke, hey, der ist im Finale, der geht daher. Was so wie wir im Schwimmbad ein bisschen geschubst gegeben. Genau gleich. Also, nein, wer geht? Weg. Aber klar gewonnen, glaube ich, so 11-1 oder so. Danke dir. Ja, so, ich war so nervös, Dann kommt er zu mir und er coacht mich Und sagt, mach dir nichts draus. Egal, ich gewinne mir gar nicht.
Ich habe ich bin 30 Jahre unterwegs in der Welt von den Kampfkünsten und ich kenne ja noch niemanden kennengelernt, der das Niveau hat. Dass er Perfektionist ist, sowieso ist. Und wenn er etwas hat, was er nicht versteht, dann forscht er, bis es weiß, bis es kann. Und es gibt bei ihm keine Lücke in seinem Können. Also, wenn man als erfahrener Kämpfer, was wir auch schon erlebt haben, erfahrener Kämpfer geschaut hat oder geschaut hat, was er gemacht hat und wie er gemacht hat, keiner hat etwas sagen können. Ist uns auch schon vorgekommen, als er in Kanada Weltmeister geworden ist. Da sind irgendwelche berühmten Weltmeister, die gekommen sind und das Gefühl haben, sie können ihm noch mehr Tipp geben und so. Und das war alles Sinn. Ich weiß noch, er ist schon zu mir gekommen und hat gesagt, der sowieso und der sowieso sind alles so große Meister gewesen, also Meister, also Weltmeister gewesen. Und dann hat er gesagt, wir müssen nur das machen, wir müssen mehr das machen. Und so. Und dann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, stimmt das, wir müssen das machen. Und so. Und dann habe ich noch sagen können, hast du gewonnen oder nicht? Ich sagte, ja, ich habe gewonnen. Und der, der das gesehen hat, hat gewonnen. Ich sagte, nein. Also was willst du ändern? Ist wirklich so, es ist wirklich so passiert. Sie sind alle gekommen und gesagt, ja, sie müssen ihm etwas. Also alle wollen Beitritt zu seinen Siegsen sein können. Mhm. Wo er gekämpft hat, die Kampffläche ist voll, sie sind alle gelogen. Und wenn das so passiert, was wird denn dann machen?